Kleider machen Leute und Roben machen Juristen. Was dem Arzt der Kittel ist, ist dem Juristen seine Robe. Doch warum tragen wir die Robe eigentlich? Was ist der Zweck einer Robe? Und sind wir Anwälte eigentlich verpflichtet, eine Robe zu tragen? Wir beantworten diese Fragen. Wir ordnen und befehlen hiermit allen Ernstes, dass die Advocati wollene schwarze Mäntel, welche bis unter das Knie gehen, unserer Verordnung gemäß zu tragen haben, damit man die Spitzbuben schon von weitem erkennt. Diese Worte stammen der Legende nach vom preußischen Soldatenkönig Wilhelm dem I., welcher seinem Justizminister auftrug, dass fortan die Rechtsanwälte eine solche schwarze Robe zu tragen haben. Ja, und seitdem wurden dann in den entsprechenden preußischen Territorien die schwarzen Mäntelchen auch getragen. Nach der Reichsgründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 setzte sich dann diese Tracht auch als Einheitstracht für das gesamtdeutsche Reich durch. Normalerweise heißt es ja, it's higher to be a Bayer, aber diesmal waren wir Preußen stärker. Nun stellt sich natürlich die Frage, ergibt das heutzutage überhaupt noch Sinn, dass Anwälte und Richter eine solche Robe tragen? Und da sagen einige, ja, denn Anwälte sind genau wie Richter Organe der Rechtspflege und die Robe bringt eben zum Ausdruck, dass alle bei Gericht gleichgestellt sind. Das Bundesverfassungsgericht hat es mal so schön gesagt, es sei ein Beitrag zur Schaffung jener Atmosphäre der Ausgeglichenheit und Objektivität geleistet, in der alleine Rechtsprechung sich in angemessener Form darstellen kann. Außerdem, Justitia ist blind. Es soll also nicht der Tom Ford-Anzug oder der Brioni-Anzug maßgeblich sein, sondern allein das gesprochene Wort. Stellt sich zu guter Letzt die Frage, ob der Rechtsanwalt überhaupt verpflichtet ist, eine solche Robe beim Gericht zu tragen. Und da, wie immer, die typische Juristenantwort, es kommt drauf an. Und schauen wir mal ins Gesetz. Und dort gibt es den Paragraphen 20 der BORA. Und dort heißt es, der Rechtsanwalt trägt vor Gericht als Berufstracht die Robe, soweit dies üblich ist. Eine Berufspflicht zum Erscheinen in Robe besteht beim Amtsgericht in Zivilsachen nicht. Das heißt im Umkehrschluss, grundsätzlich besteht eine solche Pflicht, da es an den meisten Gerichten üblich ist, aber eben vor dem Amtsgericht in Zivilsachen nicht. Und diese Ausnahmeregelung beim Amtsgericht für Zivilsachen, die gefällt nicht allen Richtern so gut. So weigerte sich beispielsweise ein Richter am Amtsgericht Augsburg, eine Verhandlung durchzuführen, weil ein Kollege von mir ohne Robe erschienen war. Dieser klagte dann auf Schadensersatz wegen Verdienstausfalls und bekam dann vor dem OLG München Recht. Das OLG war der Ansicht, dass Anwälte in Zivilsachen vor dem Amtsgericht keine Robe tragen müssen, da dies durch die Berufsordnung ausdrücklich geregelt sei, die Anwälte davon befreie. Der Gesetzgeber habe diese Frage explizit der Berufsvertretung übertragen. Tja, und damit besteht vor dem Amtsgericht in Zivilsachen eben keine sanktionierbare Pflicht, eine Robe zu tragen, weder berufsrechtlich noch prozessual gesehen. In allen anderen Verfahren, Landgericht, Amtsgericht in Strafsachen, da sollte der Anwalt tunlichst darauf achten, dass er seine Robe dabei hat. Wenn nicht, ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass der Richter dann über sitzungspolizeiliche Maßnahmen nachdenkt. Ich persönlich achte eigentlich darauf, dass ich die Robe in der Tasche habe. Deshalb ist die bei mir auch so ein bisschen zerknittert. Ich trage sie dann auch meist vor dem Amtsgericht in Zivilsachen. Ist aber auch schon vorgekommen, dass ich einfach vergessen habe, die anzuziehen. Aber der Wahrheitsfindung hat es dann auch nicht geschadet. Liebe Rechtsfreunde, das war er, der Beitrag zum Thema Robe. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Schreibt mir mal unbedingt unten in die Kommentare, welche weiteren Themen euch aus der Anwaltswelt interessieren würden. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Das Wetter ist nicht ganz so super. Hier ist alles sehr grau in grau. Ich hoffe, bei euch ist es besser. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Denkt dran, brecht die Regeln, aber nicht das Gesetz. Bis dann. Ciao.